Hi Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 15. Wie gestern im Video angekündigt, schauen wir uns Episodes of Prompto an. Ja, ich habe sie da auf deutsche Sprachausgabe gestellt. Und ich hoffe, das ist dann auch so okay. Ja, machen wir normal. Ich habe zwar einen kleinen Delay durch die Capture-Karte, aber ich hoffe, es geht. Ja, Final Fantasy 15. Endlich hatten sich die Streitigkeit in der Gruppe gelegt, doch völlig unerwartet greift Noctis Prompto an und stößt ihn schließlich mit hasserfülltem Gesicht vom Zug. Achso, das ist die... Wo er ihn glauben macht, dass Prompto ein anderer ist. Also jetzt wirklich, ne? Ladebalken, what? Einige Tage später. Okay, wir können steuern. Da drüben sind irgendwelche Pfähle, die müssen aufgestellt worden sein. Das heißt, da ist auch jemand. Aber er wurde doch nicht in einem Schneegebiet rausgeschubst. Ich meine, man ist ja während der Zugfahrt in der Nähe von diesem Shiva-Gebiet, aber da ist doch kein Schnee. Ich kann nicht mehr. Oh.
Mein ganzes Leben lang war ich alleine. Bis ich eines Tages euch begegnete. Ich wusste, ich bin anders. Ein Niflheimer. Doch ich wollte euch auf keinen Fall verlieren. Darum lebte ich weiter mit meiner Lüge und in ständiger Angst. Angst, dass ihr mein Geheimnis entdecken würdet und ich dann wieder ganz alleine bin. Mein Armband. Wo bin ich? Um meine maschinellen Soldaten zu verbessern, wurde mir der Gedanke näher getragen, ihre Kerne durch Sicherenergie zu stärken. Die ersten Magitek-Soldaten, die wir auf diese Weise hergestellt haben, sind noch immer zu instabil für den Feldeinsatz. Doch mein neuer Berater verfügt über Daten, mit denen ich eine Lösung für die Probleme finden kann. Unsere Armee hat große Verluste einstreichen müssen. Wir müssen unsere menschlichen Soldaten durch unsterbliche Infanterie ersetzen. Meine Forschung wird uns zum Sieg verhelfen. Die ganze Welt wird Niflheim gehören. Okay. Kann ich... Na, ich hab doch gedrückt gerade. Seriennummer wird identifiziert. Wie? Seriennummer 05953234 bestätigt. Sicherheitsprüfung wird durchgeführt. Bitte warten. Was? Reaktivierung inaktiver Seriennummer wird initialisiert. Sie an? Was hast du denn da Feines? Aden!
Wieso? Weißt du, wo du bist? Ich sag's dir. Dieser Ort ist unter vielen Namen bekannt. Zum Beispiel als imperiale Magitek-Rüstungsfabrik. Von hier stammen sämtliche Magitek-Infanteristen und Siecher, die ihr bekämpft habt. Und ob du es glaubst oder nicht, dieser Ort ist auch dein wahres Zuhause. Was? Warum wollte Nock dich sonst umbringen? Du lügst! Aber hier kannst du deine Wunden heilen. Vielleicht schließt dich ja sogar Professor Besitia in seine tröstenden Arme. Besitia? Wer ist das? Wie? Das weißt du nicht. Das müssen wir ändern. Mach dich auf eine Riesenüberraschung gefasst. Schnell. Ich muss hier raus. Okay. Lol, er hat ein klappbares Schwert. Das ist nicht schlecht. Stuff? Nö. Die Muni ist wirklich unendlich. Ich wollte das nur eben so ein bisschen austesten. Jo. Am Getränkeautomaten ruhe ich mich auch immer aus. Oh, gleich Buffs bekommen. Das ist natürlich sehr gut. Okay, wir bekommen Tutorial. Ah ja, steuer kurz nach oben, Waffe auswählen. Ja, eins zum Schießen. Ach, ich. Ich bin ein Noob, ja? Wisst ihr schon. Ha! Los geht's! Okay, Schüsse von nahen machen mehr Schaden als die von weit her weg. Und man könnte auch im Nahkampf gehen mit dem Schwert. M.I. Also ist das wirklich... Loot! Da ist noch so ein... Genau. 21.10. im Jahr 722. Wie in meinem letzten Bericht erwähnt, habe ich von meinem Berater neue Daten erhalten. Seitdem haben wir an Methoden für die Fusion von Siechern und Magitek-Kernen gearbeitet. Dabei konnten wir tatsächlich Erfolge verbuchen.
Doch allen Subjekten fehlte der nötige Verstand für den Kampfeinsatz. Daher glaube ich, dass der Prozess verbessert werden könnte, indem wir statt sichern tierischen Ursprungs, sicher menschlichen Ursprungs verwenden. Die Entscheidung, unsere eigenen Landsleute als Forschungsobjekte zu benutzen, mag drastisch erscheinen. Doch die Quarantänestationen sind voll mit Unheilbarkranken. Nach ihrer Wandlung zu sichern, können wir aus ihnen Miasma herstellen, um es in unsere Magitech-Kerne zu injizieren. So können die Kranken dem Imperium einen letzten Dienst erweisen. Mein Berater stimmt mir zu, dass dies gnädiger als ein sinnloser Tod ist. Magitech-Infanteristen waren einmal Menschen. Wie konnte er nur? Sie dürfen mich nicht entdecken. Ja, lol. Wie soll ich das denn wieder machen? Ah. Oh, Junge. Ja, machen wir sofort. Ach, jetzt muss ich zielen. Ach, ich kann doch nicht. Ich bin so ripped, wenn ich zielen muss. Und ich habe nur 100... 100 Schuss damit, das kannst du ja voll vergessen. Ich will raus. Ich hasse diesen Ort. Packen wir es an. Das sag ich doch. Ich kann mit dem... Jetzt mal gucken. Heiltränke haben sie bitte eingefügt. Okay. Sammelst du jetzt Munition ein? Ne. Ich bin ganz alleine. Der Hund? Ja, hier können wir speichern. Oder auch nicht. Kannst du? Toll. Ich denn das bitte machen? Sag doch was.
Lull. Ich kann's halt. Reicht mir, ich brauche Auto eben. Okay, ich kann nur aus dem Schrank wieder neue Muni holen. Und nicht von den Getöteten. Mhm. Okay. Ziel gefunden. Abwehrprogramm aktiviert. Ziel gefunden. Eliminierung eingeleitet. Lull. Okay, wir werden es mitnehmen. Wie gesagt, ich kann damit nicht schnell. Hörst du auf, um mich zu schießen? Ich hab euch doch nichts getan. Und ha. Das Schwert ist halt geiler. Lull, Kamera. Die Kamera mich verarscht gerade. Roger! Tschüss. Hallo? Es verarscht mich, es geht nicht. Warum? Was soll das? Schießt du bitte auf das Fass? Was bist du da drin? Bin ich. Halt einfach nicht geht.
Lul. Da stand auch... Easy. Jetzt vorbei. Hallo, ich bin der hier mit dem Raketen. Seid ihr behämmert? Ich treffe immer. Verdammt. Ich bin noch kein Aim-Spieler. Hä? Alter. Boah, mit dem Delay der Capture-Karte, ne? Und jetzt zu dir, du Schrotthaufen. Warum gehst du da unten? Ja, natürlich. Was ist das jetzt? Was ist das hier? Wo bin ich? Okay, Sniper und Raketenwerfer sind viel zu langsam. Ich muss gucken, dass ich den Delay ausmache von der Capture-Karte nachher. Sonst rippt es mich noch. Diese Kälte. Ich spring doch schon, damit dir warm wird. Ich muss versuchen, ob ich das so hinbekomme. Ich glaube, Schulterblick ist ein bisschen... besser. Strichcode Seriennummer. Um eine lückenlose Rückverfolgung zu gewährleisten, erhalten alle Produkte ab sofort Strichcodes und Seriennummer. Neugeborene, Geburtsjahr, vierstellig plus Produktnummer, Magitech Soldat, fünfstellig plus. MI haben auch Strichcodes.
ist in mein Labor eingedrungen und hat eines meiner Forschungsobjekte gestohlen. Es kann sich nur um einen feigen Spionageakt der luzischen Seite handeln. Das Baby starb noch vor seiner Umwandlung. So wird es Lucis keinen Aufschluss über meine Forschung geben. Nichtsdestotrotz darf es nie wieder zu so einem tragischen Zwischenfall kommen. Ich habe die Sicherheitsvorkehrungen in meinem Labor bereits erhöht. Es wird Zeit, dass meine Schützlinge nun ihr eigenes Nest schützen. Ein Baby? Nein. Nein. Das hat nichts mit mir zu tun. Auf keinen Fall. Okay, ob das was mit Prompto zu tun hat, seht ihr im nächsten Part. Ciao, Leute.